Hey, ja, die müssen diese Tanks. Aufkommen. Sie enthielten griechisches Feuer. Ist das nicht eine Waffe? Nicht zwingend. Sie haben damit wohl das Licht am Leben gehalten. Eins ist noch versiegelt. Meinst du, es könnte explodieren? Weißt du, wir können es nutzen, so einem Tank? Um diese Tür aufzukriegen. Sicher. Was? Versuchen wir es an der Tür. Nein. Wirklich? Diese Mauern haben lang genug gehalten. Aber... Weißt du, ich habe schon so einiges in die Luft gejagt. Und los. Entdeckung. Amicia, du übernimmst die Zündung. Sind wir weit genug weg? Ja, einfach Nein. den Kopf unten lassen. Wenn die Frage kommt, vor allem in einem Videospiel oder in Filmen, sind wir weit genug weg, dann... Nein. Nicht im geringsten. Ah, doch, wir waren mit dem Bett nicht weg. Hat geklappt. Das war laut. Siehst du? Sie halten. Los, alles wird gut. Ein Bolzen. Eine Werkbank. Die machen absolut keinen Sinn. Verlängerte Schnur, die wir bald herstellen. Die Tür ist hinüber. Sehen wir uns um. Wie wär's denn mit hier? Da brauchen wir mal ein bisschen Jagen wir die Tür auch in die Abstand. Luft? Ja, aber das tut. Autsch. Nicht zu fassen. Sieh mal, hier sind Vögel? Ja, Höhlenvögel. Das heißt, wir sind hier nicht allein. Und er ist auch nicht allein. Genau. Gehen wir weiter und vielleicht sehen wir ihn ja, falls er nicht so viel Angst hat. Ja. Na toll. 6 von 12, immerhin. Und die Hälfte. Stücken. Jetzt müssen wir immer noch durch die andere Tür hier. Ja. Ist auch ein Fass, ob das so ziehen können. Das war wohl nix. Aber hier können wir vielleicht durch. Und noch nicht genug Stücke. Kühlgerät. Das könnte hilfreich werden. Ah, hey, ich verstehe. Ich habe da noch einen Tank gesehen. Meine Ohren! Verdammt! Den Lärm nicht jeder gehört. Geht's euch hat. Gut? Schätze schon. Der Weg ist frei. Gehen wir. Der Lärm wird bestimmt irgendwelche Leute zum Plan rufen. Tote Menschen. Wahrscheinlich die Ordenswache. Wir haben Elias Spur wiedergefunden. Sie machte keine Gefangenen. Sie haben sie dazu getrieben. Okay, ich verstehe. Sie kam wohl hier vorbei. Da! Der Wagen ist auch mit griechischem Feuer ausgestattet. Das macht richtig Bums. Oh.
Das sieht gefährlich aus. Hier, eine Kurbel. Na los. Nein, das sollte sie machen. Oh, sie öffnet das Fallgitter. Der Wagen rollt gleich los. Na dann. Ich brauche Hilfe, Sophia. Gerne doch. Würdest du? Sophia, kannst du das übernehmen? Alles klar. Und los geht's. Okay. Ist offen, glaube ich. Weißt du, langsam sehe ich sie in dir. Elia, weil ich genauso verzweifelt bin? Weil du nicht aufgibst. Ach, ja. Wow. Wie ist das möglich? Was ist das hier? Das Tor da wird es uns verraten. Wir sollten nicht hier sein. Das gibt Tja, mir, sind wir aber. Mir hat der Star Trek, Star Wars. Star Wars 9 Vibes. Ja. Nein, nein! Ach, wir brauchen Feuer! Alicia, schnell! Einiges ausgelöst. Ich wusste es. Dieser Ort ist böse. Moment. Diese Feuer, die Schienen. Sie bauten das alles, um sie in Schach zu halten. Was? Ja, machen wir den Weg frei. Wenn du meinst, womit fangen diese wir an? Diese Feuerbecken hier können bewegt werden. Auf Schienen und mit griechischem Feuer. Geschickt. Der Orden kennt sich mit Ratten aus. Gut, mal sehen. Kommt her! Du hast das also schon mal gesehen? Am anderen Ende des Landes? Kein Zufall, nehme ich an. Nein, die Makula verbindet alle. Alles klar, fertig. Das hat sich nicht bewegt. Dann müssen wir erstmal den hier nehmen. Gut, sie können verschoben werden. Helft ihr mir? Sicher. Ja, los! Wir fahren auf Schienen. Hängt fest! Mist, die Schiene ist beschädigt. Okay. Ah, okay, verstehe. Das heißt, wir müssen irgendwie da drüben hin. Das würde ich mal in die Richtung schieben. Hey, Hugo, weißt du eigentlich, wie oft die Ratten versucht haben, uns zu kriegen? Ja, oft. Und wir haben sie immer überlistet, weil sie sich nämlich nicht umeinander kümmern. Wir aber. So, weiter geht es nicht. Hey, da ist ein Gleis, das direkt zur Brücke führt. Aber dieses Wrack scheint im Weg zu sein. Ich sehe mal nach. Mist. Sollen wir hiermit wieder zurückgehen? Thank you.
geht's dir, Hugo? Ich hab Angst. Verständlich, aber alles wird gut. Das können wir zumindest erstmal dorthin schieben. Ich auch weiter. Die Gleise kreuzen sich. Ändern wir die Richtung. Wir sind sicher, solange wir die Feuer haben. Ja. Jetzt ergibt das griechische Feuer Sinn. Oh, die Brücke ist genau dahinter. Aber der Karren ist im Weg. Wie werden wir ihn los? Weiß ich nicht. Ich brauche eine bessere Sicht. Sehen wir hinten nach. Ah, hier lang vielleicht. Ein Rätsel. Okay, hat ja sehr viel gebracht. Das ist eine blöde Idee, wenn wir uns da durchdringen. Wir müssen irgendwie das Wrack loswerden. Oh, da gibt's einen. Dingens. Oder nicht? Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bloß alle im Licht! Hey, lass gut sein! Na gut. Vielleicht von hier aus. Scheinbar nicht. Dann haben wir das hier. Jetzt können wir von hier aus. Uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir! Hey, seht mal da hinten! Noch ein Tank! Jagen wir ihn in die Luft! Aber wie, wenn du... von dem Licht aus... Das wird nichts. Aufhören. Geht klar. Okay, 5 cm weiter hin. Jetzt wissen wir, dass da der Tank ist und jetzt können wir vielleicht... Wow. Sehr schön.
So, kein Karren mehr. Jetzt müssen wir nur aufs andere Gleis. Ich will endlich sehen, was hinter der Brücke ist. Bist du sicher, dass der Träger die Antwort ist, die du suchst? Wie könnte er es nicht sein? Elia hat uns hergeführt. Alles führt hierher. Hier gibt's bloß einen Haufen Leichen. Sie sind unsere einzige Spur zur Wahrheit. Ich will die Wahrheit nicht wissen, Amicia. Ach, ihr Zwap. Wie geht's dir, Hugo? Ich fühle mich komisch. Komisch? Mach's doch nicht. Los, Hugo. Wir sind fast da. Bist du dir sicher? Dieser Ort ist einfach... Ja, ich bin mir sicher. Dieser Träger ist der Grund für Hugos Traum von der Insel. Außerdem haben wir keine andere Wahl. Na gut, das war... Vergiss es. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen das tun. Ja, werd nicht wütend. Bin ich nicht. Nur... traurig. Bitte nicht. Und auf geht's. Ab durch die Mitte. Wir sind da. Geschafft. Endlich. Gut gemacht. Ja, gehen wir weiter. Mehr Ordenswachen. Unfassbar, dass sie allein mit ihnen fertig lange wurde. Das Mädel konnte wohl mächtig gut kämpfen. Sie war entschlossen. Er bedeutete ihr alles. Etwas Schlechtes geschah mit ihm. Sie wusste es. Weißt du, was es war? Ich fühle mich düster. Wie in meinem Traum. Als ich gestorben bin. Ich hoffe, sie hat es geschafft. Bitte, gib uns irgendwas. Also. Ja, da bin ich mal gespannt. Ah, ein weiteres Rätsel. Weitere verschlossene Türen. Oh, Hallöchen, BK. Willkommen im Stream. Und danke für deinen Lurk-Support. Gehen wir lieber zurück. Dann geht's hier gerade richtig zur Sache. Beschütze einen, beschütze alle. Die Inschrift aus der Festungskapelle. Das ist sie. Elia. Die Beschützerin des Trägers. Sie hat sich tapfer gewehrt. Aber sie starb allein. Was hast du, Hugo? Ich will nicht, dass du stirbst. Ich bin am Leben. Ich werde leben. Na komm, mein Großer. Sehen wir uns mal das Tor an. Nee, Rätsel. Rätsel in der Finsternis. Ich weiß, wie es ist. Allein zu kämpfen. Um nicht allein sein zu müssen. Ich hoffe, du hast für immer Frieden gefunden. Hast du eine Idee, wie wir das aufmachen können? Gehen wir lieber zurück. Was? Nach all dem? Komm schon. Fühlst du dich besser? Naja. Hey, wir sind alle erschöpft. Aber wir sind zusammen, oder? Na dann, öffnen wir das Tor. Aha. So einfach, oder was? Wie wär's denn, wenn du mal... Alles klar. Immerhin. Der bewegt die mittleren Riegel. Und das Ding, das aus dem Boden gekommen ist, ist das eine Kurbel? Denke schon. Oh, es hält nicht. Natürlich. Hier ist ein Hebel. Da kommt etwas aus der Wand. Oh,
Das ist wohl eine Bremse, um die Riegel zu fixieren. Kann ich helfen? Du musst zuwarten. Ich hab's. Ich kann die Riegel ganz rausziehen und dann fixieren wir sie mit dem anderen Hebel. Ach. Sag mir, hilf mir bitte, Sophia. Wird erledigt. Lass es bleiben. Gerne doch. Geht es aber wieder zu. Ah, Mist. Ich brauche Hilfe, Sophia. Alles klar. Ich habe also eine Idee. Okay, schlechte Idee. Irgendjemand muss jetzt in die Mitte gehen und... Lass es sein. So gut wie erledigt. Tja... Gut, das ist hier keine Hilfe. Vielleicht mache ich das mal. Wir brauchen noch Hilfe, um diese Tür zu öffnen. Kannst du mal hier weggehen? Ich glaube, es ist also gleich eine Übersicht. Wow. Phänomenal. Los, Hugo. Alles klar. Ach, jetzt? Oh. Okay. Sophia, kannst du das übernehmen? Maybe. Gerne doch. Gut. Hilf mir bitte, Sophia. Alles klar. Es wird schmerzhaft. Bleiben wir dieses Mal zusammen? Kümmer dich drum, Hugo. Ja. Kann ich das hier in der Mitte? Der nicht. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt wo wir das alles jetzt können, war den Hebel drehen. Ich habe keine vier Leute. Der hier öffnet die oberen und unteren Riegel. Hey, da hinten ist ein Wagen, der könnte hilfreich sein. Ein Karren? Was macht der denn hier? Ich brauche Hilfe, um es offen zu halten. Mich interessiert das. Ja. Du kannst aufhören. Wird erledigt. Ich lasse mal Hugo dort. Sophia, ist auf dich Verlass? So gut wie erledigt. Wenn du Hugo jetzt festhält, vielleicht. Da ist eine Stange angebracht. Die muss einen Nutzen haben. Lass es bleiben. Alles klar. Mhm.
Ich brauche Hilfe, Sophia. Wird erledigt. So müsste es gehen. Wir können loslassen. Die Bodenkurbel ist jetzt ganz raus. Versuchen wir's. Öffnen wir das Ding, Sophia. Ja. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Komm schon, das ist wirklich wichtig. Es funktioniert. Ja, wer hätte das gedacht? Oh, was riecht hier so? Das ist nicht gut. Noch können wir es zumachen. Nein, wir suchen Basilius. Die Störung. Du meine Güte. Mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Das geht. Noch tiefer runter. Wir können noch zurück, Amicia. Nein, nein. Wir gehen durch das Tor. Oh nein, zusammen. Ich will Wir sind da. Wenn du umkehren möchtest, Sophia, dann jetzt. Gehen wir. Ich will zurück. Bitte, Hugo. Was ein Ziel nun erwartet. Das wäre recht was aus bis zum Ende. Was atmen wir hier ein? Ein Rattennest. Aber die Luft ist viel stickiger. Das ist schon sehr lange hier. Seit Basilius? Ja. Oh, ich fühle mich komisch. Dein Kopf? Ein Geräusch. Sei tapfer. Was ist das? Nicht gerade einladend. Sehen wir weiter. Ach du Schande. Hier können wir was machen. Hat das was bewirkt? Definitiv. Macht euch bereit. Für alle Fälle. Eine Brücke. Dieser Ort ist eine verdammte unterirdische Festung. Gehen wir weiter. Das ist ein Jumping-Man. Scheint bis zum Ende zu führen. Aber da fehlt ein Stück. Oh, ja. Seht hier, da geht es runter. Ein bisschen steil, aber... Stimmt. Das könnte klappen. Oh, ich gehe vor. Sei vorsichtig. Renn die Suche. Amicia, nein! Mitgenommen. Das war wohl keine so gute Idee. Wie kommst du wieder zurück? Ich muss mich hier erstmal umsehen. Erstmal wartet das auf jemand. Mich. Sei vorsichtig. Ja. Wie komme ich wieder zurück? Moment, diese Ketten, Gegengewichte, die heben die Brückenteile an.